Herzlich willkommen zu Arc Genesis. Und ja, Leute, oh, ich kriege einen Anfall. Das ist jetzt die dritte Folge, die ich wegwerfen musste. Oh mein Gott, ist das zum Kotzen hier. Also, ich weiß nicht, was passiert ist. Irgendwas stimmt hier nicht mit meinem Rechner. Und jetzt ist das dritte Mal. Ich erzähle euch jetzt nochmal. Also, pass auf. Ich war das letzte Mal, also in den vorletzten beiden Folgen, war ich unterwegs und habe mit dem Froggy einen Dodo-Spielplatz gefunden. Ich brauche den Eingang zu der Grotte und diesen Dodo, wag es nicht, Ole, wenn ich jetzt irgendwas von dir höre, ne? Von wegen mit Grotte und so, dann knallt das hier, mein Freund. Ich bin ein bisschen gereizt und ich lasse jetzt auch die Cam aus, weil ich bin echt sauer, bin ich gerade. Püh. Nein, alles gut. Nee, das Ding ist, ich habe einen Dodo-Spielplatz gefunden. Ich habe, oh, das war hammerkrass einfach. Das war so gut. Oh nein, ich höre die Penner schon. Warte. Warte. Ich muss die Penner wegmachen. Dann wurde ich von Raptoren wurde ich angegriffen. Ich wollte gerade gefistet sagen, aber das stimmt ja nicht. Ich wurde von Dodos angegriffen. Wir haben, da hinten sind auch Raptoren. Ist das schön? Hallo. Ja, von Raptoren wurden wir angegriffen, fast gefressen. Froggy hat uns den Arsch gerettet, zum Glück. Das war alles gut. Und ja. Also ich kann, also, ne, Froggy hat uns ziemlich den Hintern gerettet. Ah, jetzt sind sie weg. Jetzt muss ich ja schnell wieder weg wegen dem Raptorius. Da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Ich wurde jetzt schon genug geärgert. So. Oh, ich kriege ein zu viel. Das ist alles nicht wahr, ne? Oh, fuck off, Alter. Wo bist du? Wo seid ihr? Wo seid ihr denn? Da. Hallo. So, dann mache ich euch jetzt weg. Meine Güte, ey. Ist nicht wahr. Das ist das dritte Mal jetzt. Der hat die Tonspur einfach nicht aufgenommen, der blöde Sack. Mann! Ja, und ich hatte vorhin noch überlegt, so, da hatte ich erst noch die Facecam an. Und dann habe ich gedacht, so, nee, komm, lass mal, weil... Weil ich fühle mich nicht so gut. Ich habe Halsschmerzen und bin einfach so ein bisschen platt irgendwie. Nein, ich habe kein Corona. Und ja, weiß ich, bin einfach ein bisschen durch. Und ja, keine Ahnung. Dann habe ich gedacht, nee, komm, dann lass jetzt... Wo kommen die denn alle her? Wo seid ihr denn? Warum? Habt ihr alle Langeweile? So, und als ich dann jetzt vorhin in das Spiel reingegangen bin, da waren alle meine Engram Points komplett zurückgesetzt. Und ich musste alle Punkte nochmal neu vergeben. Frag mich nicht warum. Irgendwas ist ganz komisch und irgendwie ist dieses Let's Play verflucht. Und außerdem ist es, kommt noch dazu, dass ich habe ich Faden verloren. Geil. Ist doch schön. Ist doch schön. Habe ich mal wieder den Faden verloren. Reicht das? Ein Stein. Kackarsch. Entschuldigung. So. Kacke, Mann. Nee, weiß ich nicht. Hier ist ein Wurm drin. Hier ist bei mir... Oh, das Holz wollte ich mitnehmen. So. Da rein. Ich will mir jetzt eine Flakrüstung machen. Und ich wollte auch sagen, oh Mann, wir haben so viel verpasst. Ihr habt so viel verpasst. Ich weiß ja, was passiert ist. Mann, hier ist... Das ist alles nicht wahr. So, ich will mir jetzt nämlich... ich will auf die Flakrüstung hinarbeiten. So, die Smithy hatte ich auch schon gemacht. So, dann machen wir uns jetzt... Warum höre ich die schon wieder? Höre ich die wieder? Ja, ich keine Ahnung, ich musste alles neu herstellen, alles neu vergeben. Ich weiß nicht, was hier los ist. Hier ist irgendwie der Wurm drin. Frag mich nicht, was hier los ist, verdammt. Verdammt nochmal, ey. Naja, gut. Auf jeden Fall, ich wollte mir ja auch den Dodo-Spielplatz und alles angucken. Und es war auch alles super interessant und spannend und so. Und das war irgendwie, ist mir jetzt nicht vergönnt. Aber jetzt soll ich auch zu jammern. So, ich brauche jetzt noch ein bisschen Stroh. Ist das jetzt wieder hell genug in-game? Nein. Okay. Gut, die Cam bleibt trotzdem aus. Ich bin nicht in Stimmung. Nein, bin ich nicht. Und ich lasse nicht mit... Oh, Froggy ist ein Level Up. Damage.
kriegst du ein bisschen Damage. So, warte mal. Das müsste doch auch gehen, ne? Ja, wunderbar. So, und dann kann ich so ein bisschen besser mit ihm justieren hier. Sehr gut. Falls ihr euch wundert, warum Froggy so viel Leben hat und, da ich alleine spiele, bin ich nicht gewillt, alles auf Stani zu lassen. Ich habe das natürlich ein bisschen hochgedreht, weil ich nicht einsehe, wenn ich hier schon alleine bin, was ich natürlich möchte, dann möchte ich aber auch einfach durchkommen. Natürlich möchte ich einfach durchkommen, ist aber logisch. So, weil ich kenne die Map nicht und, dann ist das jetzt halt so. So, Froggy. Ich verstehe diese grünen Ränder da nicht. So, ich habe Stroh, ich habe ein bisschen Holz. Holz reicht wahrscheinlich wieder nicht. So, komm, gib her. Wir machen uns jetzt so ein paar Foundations. 4 Stück, guck mal. Kann ich noch mehr? Was würde denn Holz? Sie haben kein Holz. Gut. Ich höre die doch schon wieder. Höre ich die schon wieder? Oh, die sind doch echt zum Kotzen, die Pennerköpfe. Ich hasse diese Pennerköpfe. Nein! Boah, ich bin so froh, dass Froggy da ist. So, und ich hatte eigentlich gerade in der letzten Folge gesagt, ich wollte mal gerne ein paar Leute grüßen. Möchte ich auch. Warte. So, und zwar auf jeden Fall Froggy, weil Froggy ist ein so klasse Kerl, auch ein ganz toller YouTuber. Und der macht tolle Streams und der ist immer gut drauf. Und ich möchte mich auf jeden Fall dafür erstmal bedanken, dass er immer so freudestrahlend ist. Und dass er, ja, wenn ich in seinen Stream komme, dann, ey, das ist einfach Freude pur. Es ist einfach wunderbar. Und, ja, also ich, Froggy muss ich natürlich grüßen, weil er ist ja erstmal darf ich ihn ja auch als Reittier nutzen, ne? Das ist ja schon nicht selbstverständlich, wobei, gut, er hatte keine andere Wahl. Aber ist halt echt ein gutherziger Mensch. Oder Frosch. Kannst du sehen, wie du möchtest. So. Nein, aber klasse Mensch. Den lieben Froggy wollte ich auf jeden Fall grüßen. Ich möchte Ole grüßen, weil Ole ist so ein hammercooler, treuer Mensch. Perverses Gerät. Ja, er ist echt sehr pervers, aber er ist witzig. Der guckt alles, was ich hier produziere. Egal, was für ein Scheiß das ist. Das ist ihm egal. Der guckt sich echt jeden Scheiß, zieht er sich von mir rein. Finde ich hammersüß. Vielen, vielen Dank dafür, lieber Ole Bole. Und ja, du bist halt ein freches Gerät. Und es ist immer für mich sehr schön, wenn ich in den Discord komme, du haust wieder irgendeine Scheiße raus und ich sage einfach nur ohne Halsmaul. Und das ist so schön, weil du nimmst es mir nicht krumm, weil ich genau weiß, dass du damit wunderbar umgehen kannst. Finde ich klasse. Ja, ich habe es gerade so ein bisschen... Warum wird das denn hier so angezeigt? Weil das Base ist oder was? Traf ich nicht. Whee! Gut, ich habe mittlerweile auch verstanden... Achso, warte mal, ich kann... Ich habe immer Angst, dass da irgendwelche Insektenpenner kommen, ne? Muss ich ja jetzt ehrlich mal sagen. Weil wenn ich nicht auf Froggy sitze, fühle ich mich nicht wohl. Steine, ne? Oh. Naja, gut. Brauche jetzt noch ein bisschen Stein. So, mein lieber Froggy-Frosch. Ich würde dich jetzt ja natürlich nicht so einbauen, aber... Warte mal, kann man da noch eigentlich einen ransetzen? Nee, das wäre... So, nicht so das, was ich hier gerne hätte. Froggy, komm mal her. Froggy, wir brauchen noch Steine. Die ist heiß. Die ist kalt. Das ist auch normaler Stein. Ja, oh, ich ärgere mich einfach. Das. Auch mal an der Dodo-Spielplatz war sehr interessant. Gut, gehen wir erstmal hin. Ich frage mich nur, wo der Raptor da hinten geblieben ist. Ja, und die Insekten sind, wie gesagt, kein Problem mehr, weil die ignorieren uns tatsächlich, wenn wir mit Froggy on Tour sind. Und die können wir einfach wegbersten. Das ist total klasse. Jetzt muss ich aber... Ach, den nehme ich noch mit.
Bam, bam. Was sind das für Geräusche hier? Ich fühle mich mit Froggy sicher. Aber Froggy braucht ein bisschen mehr Damage. Da hinten ist noch eine Ameise. Ich weiß nicht, ob ihr die sehen könnt. Das weiß ich nicht. Hier. Den schnappe ich mir noch ein bisschen. Komm schnell, Froggy. Bring mich nach Hause. Ach, sag ich doch. Ich höre hier doch was. Wo sind die kleinen Krabustelbären? Die fliegenden Krabustelbären. Wo sind... Da sind die fliegenden Krabustelbärchen. Hallo. Hallo. Ihr werdet jetzt sterben, ihr kleinen Fissnelken. Weil ich euch hasse. Bringe ich euch jetzt um. Arschgeigen. Ich hasse euch. Lalalalala. Weil Froggy ist mein Freund und mein Retter und beschützt mich immer. Lalalalala. Bäh. Ja. Es war einfach, wir haben, also wir nicht, also ich habe so viel gesehen und das war alles spannend. Aber das holen wir alles nach. Ist versprochen. Ist versprochen. So, ein bisschen Holz noch. So, ja gut, also ich baue hier definitiv noch ein bisschen aus. Und drüben haben wir eine geschlossene Base. Hier dann auch. Und das Ding war, also meine Überlegung war ja, wenn man jetzt, ne, wenn man jetzt, oh, lecker Froschschenkel. Nein, nein, ich esse dich nicht. Wenn man jetzt, sagen wir mal, oh, da muss ich stacken, das ist doof. Von Biom zu Biom reisen möchte, kann man dann sein Tier mitnehmen? Das weiß ich nicht. Und ich vermute mal, dass es nicht so ist. Weshalb ich mich hier tatsächlich gerne mit einer fetten Flakrüstung und so herausputzen möchte. Also ich möchte wirklich, dass wir das hier... Aber warte mal, würde das schon reichen, wenn ich jetzt die Smithy hinstelle, ne? Ach so, warte mal. Und bevor ich das mache, einmal aufheben. Falls hier nämlich irgend so ein Kopf hier reinkommt, möchte ich gerne, dass das Ding, mein Bett hier safe steht. So. Das ist mir persönlich wichtig. Und das ist ein bisschen hell, ich weiß. Es tut mir. Och, ich hab Alma da. Oh, sehe ich jetzt erst. Alma ist. Ja. Gut. Dann ist das jetzt so. Was haben wir denn hier noch? Da haben wir noch 30 davon. Das nehme ich hier auch runter. Aufheben bitte. Ich möchte, dass unsere Sachen safe stehen. Ich möchte nicht, dass hier irgendwas kaputt geht. So. Und ich hätte tatsächlich gerne noch ein richtiges Weibchen für Froggy, damit wir auch uns verpaaren können. Ich hatte nämlich in der letzten Folge geschaut, was bräuchten wir für die Nanny. Weil ich würde hier tatsächlich gerne breeden. So, und das kann da auch erstmal rein. Und die stelle ich gleich woanders hin. Aber... Wenn ich in der Frage sitze, scheiße ich mir instant ein, ne? Ach du Fuck. Euer Scheiß Ernst? Ne, das will ich nicht haben hier. So, weg mit euch. Ne, will ich nicht haben sowas. Will ich nicht. Das ist mir einfach zu krank. Das mir also hier, sag mal, geht's noch? Die mache ich natürlich gleich weg. Warum wird es hier grün angezeigt? Froggy, ich möchte, dass du bitte in meiner Nähe bleibst. Weil du bist der Schutz. Du bist mein Schutz. Aufheben. Also, ich höre da schon wieder welche, oder? Froggy? Höre ich sie? Höre ich dich? Die? Oh, das ist nicht gut. So, komm, gib mir nochmal hier den Stack. Metall zu holen ist ja eigentlich kein Problem. So, und ich hatte hier irgendwo die Smithy. Die hatte ich ja gebaut, genau. Ja, ich wiederhole mich. So.
So, leck mich am Arsch. Und jetzt kann ich mir auch das Richtige... richtige Werkzeug herstellen, theoretisch. Und praktisch eigentlich auch. Ach, warte mal. Ich muss mal kurz gucken. Leder und Holz. Holz. Leder. So. Man muss ja auch sehen, wo man bleibt, ne? Eieiei, du hast es nicht. So. So. Einmal den, einmal den. Weiß ich noch nicht. Ah, fehlt noch Metall. Kein Problem, das kriegen wir auch noch hin. Das ist alles gar kein Problem. So. Nimm das mal bitte mit. Weg, weg. Mit. Mit. Ich muss nochmal ins Menü. Ich mach mal den. Ich muss ein bisschen die Ohren offen halten. Armbrust. Ach, die hatte ich schon. Fasern. Wasser. Mufasa. 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 So. Und eigentlich kann ich den ganzen Scheiß jetzt mal nehmen. Alles, was leicht ist. Und hier reinstopfen. So, ja, das Gammelflasche jetzt nicht unbedingt. Naja, passt schon. So, ist egal. So, bam, 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 bam. Ich höre die doch. Ich wollte eigentlich nochmal auf jeden Fall zurück. Armbrust finde ich eigentlich einen Ticken geiler. Also ich wollte eigentlich gerne nochmal zurück. Ah ne, warte mal. So. So. Zu Froggy und da nochmal schauen, ob wir dann halt ein Weibchen finden. So, mach mal die Haare ab und dann machen wir romantisch. 13 menschliches Haar, es geht schon wieder los. Immer die Haare, 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 Haare. So, und dann würde ich hier... So. Da nehmen wir uns ein paar von mit. Und eigentlich könnten wir uns auch noch mal eine Bola machen. Würde ich sagen... Achso. Naja. Eins. 2, 3. 3 Bolas. Nehmen wir es auch mit. Das Gammelfleisch. Nö. Kann da rein. Weil Beeren haben wir gerade nicht. Ich würde tatsächlich gerne noch ein Mädchen haben. Wirklich sehr, sehr gerne. Ein Weibchen. Das wäre super. Weil mit einem Weibchen... können wir Babys machen. Ich würde auch mal vielleicht versuchen, ob wir... Ist das... Achso, das sind meine guten Sachen, ne? Ja. Was ist das? Fiomia-Sattel. Ah, oh, ich habe da noch Bolas. Ach, Kacke. Oh, Kacke. Ich hatte noch alles. Ja gut, was man hat, hat man, ne? Gut, dann pass auf. Dann ziehe ich mich jetzt nochmal an. Und der kann weg. So. Jetzt bin ich... bin ich fast bereit. So, und jetzt muss ich nochmal auf die Map gucken. Ich muss da in die Richtung. Gut. Uppala. Dann machen wir das mal. Wir müssen halt unbedingt die Raptoren im Auge behalten. Also Vulkanus oder so habe ich keine Angst. Das sind tatsächlich diese blöden Raptoren.
die ich eigentlich über alles liebe. Raptoren sind einfach geil. So, wir tigern mal weiter. Oh, hi. Oh, ein Eiermann. Kann man mal hier so eine Angriffsfläche von denen kriegen? Die sind doch scheiße. Ah, hier. Nehmen wir mal hier. Gut, wo ist die Hitbox jetzt? Wo ist die Hitbox? Da, da ist die Hitbox. Wunderbar. Hast du erstmal einen, bleibt die Hitbox auch da. Oh, Froggy braucht mehr Stamina. Wir müssen unbedingt Stamina skillen. Ja. Ah, hier. Hier ist Hitbox, da ist Hitbox. Wunderschön. Ja. Yeah. So in die Richtung. Da war auch ein Fiumia, aber ich möchte kein Fiumia mehr. Ist ja auch egal. Die Punkte von dem Fiumia-Sattel, die ich schon ausgegeben habe, habe ich wieder. Weil ich musste ja neu skillen. Oh, tschüss! Oh, das war auch richtig assig letztens. Da bin ich von den ganzen Raptoren abgehauen. Ja. Und was ist? Kommen die mir nicht tatsächlich hinterher? Ich war schon ein ganzes Stück weg, ne? Kommen die tatsächlich hinterher? Das war richtig ranzig. Naja, gut. Oh nein, an die Morphodon. Wie schön. Okay, ich muss ein bisschen hier. Eine Carbonimis. Wow. Cool, schön dich zu sehen, mein Freund. Gefällt mir gut. So, jetzt von hier aus geradeaus. Aber. Oh, ein Iguanodon. Oh, hallo. Hallo. So. Und dann wird es auch Zeit, dass wir uns das Dodo-Ball-Ding dann nochmal gemeinsam angucken. Und dann. Wie heißt's? Muss ja mal ein bisschen gucken. Und irgendwas wollte ich euch noch sagen. Oh Mann, ey. Oh. Der Dodo-Ball angucken. Und was ist das? Ach. Ach, der ist noch da? Cool. Nice. Aber wie gesagt, das mit dem Flugtier, da bin ich mir halt nicht sicher, ob ich eins hier auf dieser Map haben möchte, ein Flugtier. Da bin ich mir halt tatsächlich sehr unsicher. Ein Terror Bird wäre auch noch cool. Da oben wäre zum Beispiel einer. So, und hier wäre dann jetzt die Frage. Ein froggisches Weibchen. Na, dass man sich mal jetzt ein bisschen umguckt und vielleicht sehen wir hier irgendwo ein Weibchen. Vielleicht müssen wir auch die anderen Viecher wegmachen. Oh gut, okay, dann spawnen wahrscheinlich wieder Raptoren. Also erstmal gucken. So. Okay. Aber verkehrt kann es ja nicht sein, sich hier mal umzuschauen. Weil ich hätte tatsächlich gerne einen weiblichen Froggy. Dann sind die zum Beispiel auch Mate Boosted und dann würde ich halt in Gruppen umherziehen. Jedenfalls hier für den Sumpf. Und wie gesagt, ich weiß halt noch nicht. Ich weiß noch nicht, ob wir die Tiere mitporten können. Aber ich vermute eher nicht. Na, ganz klasse, mein Freund. Ganz toll. Du stinkst nach Kaki. Wunderschön. Du riechst wunderbar. So, ein Spawnplatz habe ich freigemacht. Für den nächsten Raptor. Hier, komm mal her. Na, stinkst du auch gleich? Ja, du stinkst auch gleich. Wunderschön. Ja, schubst mich doch. Du bist so tüchtig. Oh, du stinkst so schön. Mmh, geil. Lecker. Ein 22er. Nice. Puff. Ist er weggeploppt. So. Froggy ist aufgestiegen. Froggy braucht definitiv mehr Stamina.
Da ich weiß, dass da oben der Terrorbird ist, bin ich so ein bisschen in Gedanken bei ihm. Ich würde den eigentlich gerne einmal hier lieber weg haben. Aber der ist weiß, der ist hübsch. Na, du kleiner Kakipup. Du bist sehr schnell in deinem Angriff. Ich wollte mich eigentlich benehmen. Und ich bin über der Zeit, verdammte Axt. Ich höre sie wieder, hier unten. Na, ihr Hässling? Kann ich euch hier... Ah. Naja, keine Ahnung. Kommen die hinterher? Aber die nerven mich. Die sind echt ehrlich. Die, doch, da wäre... Ja, warte. Wo ist jetzt die Hitbox? Da, da. Mache ich sie doch wieder einmal weg. So, wunderschön. Kriegen wir auch ein bisschen Essen. Bisschen Insektenfleisch. Ganz köstlicher... Ach ja. Ich sag einfach gar nichts. Ganz lecker. Kannst du mal da oben... Oh, Froggy, bitte. Oh, jetzt... Bam. Da wäre noch ein Iguanodon. Aber ich will eigentlich ungern einen Iguanodon killen. Oh. Ja, wir müssen auf jeden Fall mal gucken, ob wir einen weiblichen Beelzebufo finden. Das wäre natürlich echt klasse und schön. So, rutsch mal da rein. So, so bleibst du stehen. Dann gibst du mir mal hier ein bisschen was von dem Stuff hier. So, ein Stack darfst du sehr gerne behalten. Na, mein guter Froggy 1, du hast ein Leben, Level. Sehr schön. Und ich hatte ja auch einen Futtertrog, sehr schön. Und da tue ich doch erstmal den ganzen Kram rein. Ja, ich bin... Oh, da sind Narco-Berries. Das mag ich. Zwei Basen. Hier kann man hin und her switchen. Geil. Okay, da ist nicht mehr wirklich was drin. Ach, da wäre noch Zement. Nice. Ja, aber ich möchte ein Weibchen. Du bist... Ach, Mann, kann ich dich... Na gut, auf jeden Fall, liebe Freunde, ich sage jetzt vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Es tut mir sehr leid, dass hier so ein Chaos vonstatten gegangen ist. Ich wünsche, es wäre nicht so. Ich hoffe, es geht euch da draußen gut. Lasst den Kopf nicht hängen. Bleibt einfach drin. Habt genug zu essen und seid glücklich und froh und gesund. Also, bis dann. Tschüss, haut rein.